Das ist ja nicht zu lösen. Also einfach Knüppel rauslösen. Müschele und noch Zoll rauslösen. Also. Gestern war ein bisschen Sturm. Da gibt es normalerweise schon mehr. So, jetzt gehen wir auf den See. Ich bin Christian Dobler, Berufsfischer von Löschert. Mein Betrieb gibt es in der ersten Generation seit jetzt mittlerweile schon 18 Jahren. Am See aufgewachsen. Ein Berufsfischer von Löschert, dem Alten gerne helfen. Schon als Schulzeit, schon als Kind eigentlich. Und das war eigentlich der Grund. Es ist eigentlich ein Beruf, wo man sehr flexibel sein muss. Das ist eigentlich auch das, was mir gefällt. Schön, nicht zu wissen, was ist etwas in den Netz oder nicht. Es muss schon gemacht sein für das. Das ist nicht für jeden. Schon mal eingeleiert. Es ist einfach, das musst du von Anfang an musst du das einfach wollen. Und sonst, glaube ich, funktioniert es nicht. Das ist schon nicht einfach nur ein schöner Beruf. Also, es gibt auch harte Zeiten. Ja. Ich setze das Netz setzen für morgen und morgen. In der Hoffnung, dass ich das auch von denen wie die letzten Tage. Heute ist nicht schlecht, mal schauen, was es morgen gibt. Wenn es jetzt 30 Kilo gibt, bin ich zufrieden. Wenn das Wetter so wird bleiben, wäre gut. Gut, schwarz malen tun wir nicht. Hoffen, dass es besser ist. Jetzt waren zwei ganz schlechte Jahre. Ja. Wir werden es sehen, wie es aussieht. Ja, manchmal ist am Morgen schon nicht, wenn es nicht schön Wetter ist, Beise. Westwind, wenn es schneit, dann ist es schon hat's hart, bis man auf dem See ist. Ja, jetzt nehmen wir die Netze, die wir gestern Abend gesetzt haben. Die See haben hier. Die nehmen wir jetzt wieder raus, diese leeren. Das ist jetzt eigentlich die Hauptarbeit, die wir haben, die auf dem See jetzt. Die Netze lüpfen, leeren. Und dann gehen wir verarbeiten. Jetzt machen wir die Leichtfischfänge natürlich. Der Setz ist so, dass du praktisch nur Fälchen drin hast. Das sind vielleicht 25 Kilo bis jetzt. 30, für im Winter ist das gut. Dass ich vom Fang überleben kann, brauche ich etwa 40 Kilo im Schnitt am Tag über das Jahr raus. Es kommt ein bisschen auf die Fischart drauf ab. Nicht jeder Fisch hat den gleichen Wert. Aber im Schnitt sind es so 21-22 Franken, die man pro Kilo Filet bekommt. Es war ein sehr guter Fang heute für im Dezember. Jetzt laden wir aus, was wir gar nicht brauchen. Und dann fahren wir rüber auf Liegitz, um abzustreifen. Hallo Frigo. Hallo. Gut gegangen heute? Ja, anständig gegangen. Auch also da ein bisschen mehr. Und so gut, so geht es im Leich gar nie. Jetzt werden die Pfauchen gestreift, die Eier genommen. Anschließend werden sie befruchtet. Dann kommen sie in die Obergläser, wo sie nachher ausbrütet werden. Wo sie nachher spätestens Mitte April in den See zurückkommen.
Das ist das, was es bringt. Ja. Von Natur für Leichter kommt praktisch nicht mehr für. Oder das, dass wir das machen, können wir noch, ja, können wir wenigstens noch ein bisschen helfen. Ja. Hör das gut, wer? Gummistiefel, die keine Löcher haben. Ja, ja. Wir sollen heute in die Land. Ich sage immer, es ist ein bisschen Tröchnung. Also muss ich die Würm zur Nase ausziehen, der rettet viel. Das ist einfach seine Art, die er hat. Er hat aber er ist sehr zuverlässig, er ist sehr innovativ, er ist extrem naturverbunden. Er ist ein guter, kann man sagen, er ist ein guter Fischer und einfach zuverlässig. Ich gebe es jetzt etwa 5-jährig, aber jetzt heiße ich. Der lässt das Holen hier lässt die Löcher liegen. Ja. Blitz ist, lässt ein bisschen schissern. Also, schön. Schwierig im Moment, sehr schwierig. Es ist das Futterfeld, das Phosphatfeld, Klimawandel. Es ist viel zu warm. Also, die Sommer sind viel zu heiß. Hingegen die Winter, die letzten zwei Winter waren harte Winter. Und das ist natürlich für die Berufsfischerei schon relativ schwierig. Und es wird, ja, es wird noch Probleme geben, noch mehr. Ich hoffe, dass man leben davon weiterhin leben kann. Dass ich, bis ich pensioniert bin, diesen Beruf ausüben kann. Ja. Die Fänge, dass sie gleich bleiben in den nächsten Tagen und Wochen vor allem. Weil so wie heute war es sicher ein Spitzenfang gewesen.